Hallo, mein Name ist Ariane und wir werden heute zusammen eine relativ dynamische, aktive Pause miteinander machen. Auch wenn sie heute etwas dynamischer ist als sonst, kannst du deine ganz normalen Arbeitssachen anlassen. Ich wünsche uns viel Spaß. Also, wir starten mit Side to Side. Außen einfach mal auftippen, Gewicht verlagern. So, locker anfersen. Dann die Knie außen vorne hochziehen, schön aufrecht bleiben, Oberkörper ruhig ein bisschen hindrehen. Und dann Step Touch machen, also einfach einen Fuß mit ransetzen. So, und dann nochmal Side to Side, wieder nur außen auftippen. Nochmal anfersen. Die Knie wieder außen vorne hochziehen. Und Step Touch machen. Ransetzen den Fuß. So, in der Reihenfolge versuchen wir jetzt immer vier von jedem zu machen. Also wir starten mit Side to Side, außen auftippen. Eins, zwei, drei, vier anfersen. Eins, zwei, drei, vier, Knie vorne hoch. Eins, zwei, drei, vier und dann Step Touch. Eins, zwei, drei und wieder Side to Side. Eins, zwei, drei, vier anfersen. Eins, zwei, drei, Knie vorne hoch. Eins, zwei, drei, vier und Step Touch. Eins, zwei, drei, vier. Nochmal Side to Side. Eins, zwei, drei, vier anfersen, Knie vorne hoch, zwei, drei, vier, wieder Step Touch, eins, zwei, drei, vier, eine Runde noch, Side to Side, wieder anfersen, Knie vorne hoch und Step Touch. So, mal mit geöffneten Beinen stehen bleiben. Arme nach hinten nehmen und Kniebeuge machen. Fersen bleiben immer am Boden, Po nach hinten rausschieben. Schulter nach hinten ziehen und den Rücken dabei gerade lassen. Nach oben auch immer wirklich wieder aufrichten. So, dann bleiben wir mal unten und ihr stützt euch mit den Händen hier auf den Oberschenkeln ab und den Rücken rund machen und gerade machen. Die Beine bleiben immer in gleicher Position angewinkelt. Zieht Bauch und Becken ran zur Wirbelsäule und den Po nach hinten rausschieben. Ranziehen, rausschieben. Richtig schön das Becken bewegen. Und nach oben aufrollen. Und dann mit geöffneten Beinen mal locker tippeln. Die Beine gehen dabei auf und zu. Nochmal geöffnet lassen und dann mal mit geöffneten Beinen stehen bleiben. Da müsst ihr mal gucken, wie ihr über den Boden rutscht. Einfach mal so twisten, rechts, links, rechts, links. Die Hüfte drehen, genau. Und wieder stehen bleiben. Und wir geben das Gewicht aufs rechte Bein. Das linke Bein hier ganz lang machen. Ruhig auch den Fuß lang machen und kleine Kreise malen mit dem Bein. In Summe ziemlich aufrecht bleiben. Bauchspannung halten. Andersrum kreisen.
Bein ist ganz lang, schraubt sich sozusagen raus aus der Hüfte. Kurz halten. Halten, halten, halten. Und absetzen. Ruhig ein bisschen mehr als hüftbreit. Arme hier nochmal nach hinten nehmen. Beine ruhig ein bisschen anwinkeln. Und der Oberkörper kippt gerade nach vorne. Und so auch wieder hochkommen. Also jetzt keine Kniebeuge. Die Beine bleiben immer leicht angewinkelt in gleicher Position. Der Oberkörper kippt vor. Zieht die Schulter nach hinten. Und wirklich versuchen, gerade zu bleiben. Nicht rund werden. Sonst da einfach die Bewegung abbremsen und schon wieder hochkommen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet rund im Oberkörper. Einmal noch und aufrecht bleiben. Gewicht geht aufs linke Bein, rechtes Bein ganz lang und fest machen, kleine Kreise malen. Andersrum. Ich würde das Bild mal ausfallen, es ist immer blöd. Das kriegst du nicht gut. Und oben halten das Bein. Halten, 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 halten. Und absetzen. So, mal ganz locker tippeln. Tippeln, 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 tippeln. Beine gehen nochmal locker auf und zu. So, dann mal nochmal geöffnet lassen. Jetzt zwei Möglichkeiten stehen bleiben. Entweder nochmal Kniebeuge oder wer kann, macht beim Hochkommen so einen kleinen Hüpfer nach innen und dann nach außen hin wieder öffnen. Je nachdem, was passt, was geht. Ja, nur Kniebeuge oder diese Art Hampelmänner, könnte man fast sagen. Wir bleiben tief und wippen mal hier alle unten. Alle wippen unten. Schultern wieder nach hinten ziehen. Wippen, wippen, atmen. Und hochkommen. So, jetzt wollen wir uns entweder auf der Sitzfläche abstützen oder auf dem Tisch. Ein Tisch ist ein bisschen leichter. Passt beim Stuhl auf, dass der nicht wegrollt. Ne? Und zwar Hände entweder direkt oben auf die Sitzfläche oder auch, wenn es im Handgelenk angenehmer ist, mehr von der Seite rangreifen und dann die Beine nach hinten ausstrecken. Schön Bauchspannung halten. Und dann, wer dann noch schafft, die Knie im Wechsel zur Brust ziehen. Arme sind senkrecht. Ja, der Druck, das Gewicht kommt direkt von oben. Schultern Richtung Hüfte schieben. Beine lassen alle gestreckt und aufrichten. Wir stellen uns nochmal aufs rechte Bein und drücken uns einbeinig immer wieder so hoch, wie es geht. Wenn es arg wackelig ist, haltet euch im Stuhl, an der Wand irgendwo fest. Macht in Ruhe. Konzentration auf den Körper. Und wir wechseln das Bein, rechts kurz ausschütteln, dann stellen wir uns aufs linke, auch alles festmachen und in Ruhe auf- und abbewegen.
Wieder locker lassen. Ausschütteln. So, bei der nächsten Übung auch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tippt einfach mal ganz locker hinten auf oder Schersprünge mit so einem kleinen Zwischenwipper machen. Ja, die müssen gar nicht hoch sein. Eins von beiden. Und auch wieder locker lassen. So, jetzt gehen wir hier eben schon mal nochmal an die Sitzfläche mit den Händen. Entweder Hände oben rauf oder von der Seite greifen. Aber auf jeden Fall Arme senkrecht lassen. Beine, Körper wieder lang machen. Und dann nur immer das rechte Bein auf und ab bewegen. Oder Position halten. Wieder eins von beiden. Gleichmäßig atmen. Bein mal unten lassen, einfach nur einen Schritt nach vorne setzen. Wir lassen die Hände auf der Sitzfläche. Könnt die Beine ein bisschen anwinkeln und jetzt hier auch Rücken rund machen und gerade machen, zwischen die Hände schauen. Rund machen, gerade machen. Ihr könnt die Beine theoretisch auch durchdrücken. Ja, beim gerade machen zieht dann eventuell auch die Beinrückseite. Könnt ihr einfach mal austesten, Unterschiede wahrnehmen. Wieder gerade bleiben. Wir wandern mit den Füßen wieder nach hinten und dann ist das andere Bein dran. Entweder Position halten oder jetzt das linke Bein auf und ab bewegen. Arme sind wieder senkrecht. Und unten lassen. Wieder ganz hoch kommen. Ausschütteln. Hände so ein bisschen lockern. Ruhig mal ein bisschen kreisen lassen. Die Handgelenke mal rechts rum, mal links rum. Und dann die Beine wieder öffnen. Wir machen nochmal Kniebeuge. Wieder jeder in seinem Tempo. Auf und ab bewegen. Auf und ab. Wir bleiben wieder unten. Die Arme mal hier angewinkelt nach vorne nehmen und versucht auch, Ellbogen, Unterarme wirklich zusammenzubringen und die jetzt gleichzeitig zur Seite hochziehen. Zieht die Schulterblätter richtig schön zusammen, Bauchnabel bleibt immer reingezogen. Wir lassen die Arme hier unten geschlossen und jetzt unter Bauchspannung mal einen Arm hochziehen, dem jetzt hinterher schauen, Arme, Hände klatschen unten ab und dann zur anderen Seite hoch aufdrehen. Ja, aus dieser vorgelehnten Position, Beine sind angewinkelt, aufdrehen, den Arm so hoch wie möglich ziehen. Und dann wieder hochkommen. Wir tippen nochmal oder geht auf der Stelle, je nachdem. Und wir lassen die Arme im Wechsel rückwärts kreisen. Beim Kreisen richtig nach oben rausziehen, den Arm auch weit nach hinten ziehen, rechts, links.
und locker lassen. Bleibt nochmal stehen. Jetzt immer nur das rechte Knie vorne hochziehen und beim Ausstrecken nach unten richtig durchdrücken und den Fuß ranziehen. Da zieht kurz die Wade. Hochziehen, lang machen. Und beim Hochziehen strecken wir uns auch nach oben aus und dann wieder lang machen die Arme und Beine. Hochziehen, rausschieben. Und schiebt die Arme, die Schultern auch richtig nach unten. Ja, und drückt das Bein, das rechte, richtig durch. Wir wechseln mal die Seite, aber die Arme gehen jetzt nach oben, wenn das Bein lang ist. Ja, wenn das Bein hochkommt, Arme runternehmen. Jetzt zieht ihr euch mit den Armen auch richtig in die Länge raus. Bein rausschieben, richtig rausziehen, Arme runterschieben. Und locker lassen. Jetzt gehen wir mal zum Stuhl ran. Relativ weit vorne, wie immer, hinsetzen. Ne? Nicht zu gemütlich machen. Gerade sitzen, Brust raus, Bauch rein. Arme lasst da locker hängen und wir tippen. Und beim Tippen gehen die Beine auf und zu. Öffnen, schließen. Kleine, schnelle Schritte. Beine ruhig so weit aufmachen, wie es geht. Dann nicht tippelnderweise, sondern in einem Schritt auf und zu. Jetzt wirklich Bauchspannung. Nicht im Oberkörper rund bleiben, bleibt gerade. Vielleicht ein bisschen zurückgelehnt, völlig in Ordnung. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. Wir lassen sie geschlossen und ziehen sie immer hier hoch. Dabei jetzt immer kurz umhalten, absetzen. Oder auftippen, besser gesagt. 2-3 Sekunden halten, auftippen. 2-3 Sekunden halten, auftippen. Und absetzen. So, stützt euch einmal hier auf den Oberschenkeln ab. Kopf hängen lassen, Schultern hängen lassen. In dieser Position mal richtig tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund bewusst ausatmen. Dann wieder aufrollen, sich nochmal gerade hinsetzen. Arme dann wieder hängen lassen. Beine nochmal schließen. Jetzt ziehen wir sie nach oben, die Beine. Ich zeige es mal von der Seite. Und lassen die Beine dann hier so ein bisschen auf und ab bewegen. Also kein Bodenkontakt, Bauchspannung, irgendwo festhalten, wenn es zu wackelig ist. Und atmen nicht vergessen. Bauchspannung. Und dann absetzen und gleich hinstellen. Einmal kurz Beine ausschütteln, lockern. So, wir bleiben relativ dicht am Stuhl dran. Wir nehmen die Arme hier nochmal nach hinten. Ungefähr jetzt hüftbreit stehen mit den Beinen. Und wir machen nochmal so wippende Kniebeuge und ihr versucht immer wieder die Sitzfläche anzutippen. Wenn das vielleicht zu weit unten ist, dann wippt weiter oben. Gar kein Problem. So, wir halten hier nochmal still, relativ weit unten. Arme hier dicht am Körper anwinkeln und dann die Arme über Kopf ausstrecken, anwinkeln.
Ausstrecken, anwinkeln. Versucht, eure Arme ganz weit oben lang zu ziehen. Kopf gestreckt halten, richtig hochziehen, dass die Arme in Verlängerung des Oberkörpers sind. Halten, halten, halten und aufrichten. Beine wieder ausschütteln und wir drehen uns mal rum zur Sitzfläche. Euer rechter Fuß tippt jetzt ganz locker oben auf und unten. Oben, unten. Wer vielleicht dreckige Straßenschuhe anhat, tut so, als wenn er auftippt. Immer schön aufrecht bleiben, Bauchspannung. Und dann mal die Ferse drauflegen. Ganz lang machen das Bein, Fuß Richtung Körper ziehen. So. Wenn die Wade jetzt schon zieht oder die Beinrückseite ist okay, dann bleibt er so. Ansonsten kippt ihr mit geradem Oberkörper ein bisschen nach vorne. Und dann fängt es auf jeden Fall an zu ziehen. Ja? Aber den Fuß immer Richtung Körper ziehen. Arme einfach hängen lassen, aber hier nicht rund sein. Ja, zieht euch wirklich nach hinten raus. Halten, Wade, vielleicht sogar Oberschenkelrückseite spüren. Und locker lassen, Bein runter ausschütteln. Und dann ist natürlich das andere Bein dran. Erstmal locker oben und unten auftippen. Dann auch wieder die Ferse oben rauf. Beine sind lang. Fuß Richtung Körper ziehen. Bein ist richtig durchgedrückt und eventuell auch hier den Oberkörper gerade ein bisschen vorlegen. Werdet dann nicht rund. Spürt die Wade, das Bein. Atem fließen lassen. Und auch wieder hochkommen. Ausschütteln. Und dann setzen wir uns nochmal hin. Wieder relativ weit vorne hinsetzen. Jetzt bewegen wir nochmal kurz die Fußgelenke durch. Und zwar, haben wir schon mal gemacht, bei einem Fuß ist die Ferse am Boden, beim anderen die Zehenspitzen und dann wird einfach gewechselt. Ja, wirklich die Füße einfach umklappen. Und die Füße beide absetzen. Könnt gerne ein bisschen weiter nach hinten gehen auf der Sitzfläche, aber noch nicht anlehnen. Gerade sitzen, Arme lasst ihr einfach hängen oder legt die Hände auf den Oberschenkeln ab. Und jetzt Schultern tief schieben und immer mit der Ausatmung den Kopf zur Seite rüberlehnen. Mit der Einatmung locker lassen. Dann zur anderen Seite Ausatmung rüberlehnen. Einatmung locker lassen. Ganz entspannt im eigenen Atemrhythmus. Spürt abwechselnd den Hals rechts und links. Lasst ihr den Kopf mal auf der Seite, wo ihr gerade seid und legt hier die Hand einfach nur seitlich auf den Kopf. Nicht drücken, nicht ziehen, nur auflegen. Schulter bleibt tief, Atem fließen lassen.
Und lösen. Gerne kurz die Schulter kreisen lassen, die gerade betroffen war, beziehungsweise die Seite, die gerade betroffen war. Dann wieder runterschieben, dann geht der Kopf zur anderen Seite rüber. Schulter tief lassen und die Hand ganz locker auf die Seite legen, dass ein leichtes Zusatzgewicht kommt. Auch hier den Atem fließen lassen. Und auch wieder lösen. Auch hier die Schulter mal kurz kreiseln lassen. Dann die Arme und Schultern einfach hängen lassen durch die Nase. Nochmal richtig tief einatmen, wirklich so viel wie es geht. Und ganz bewusst bis aufs Letzte alles ausatmen, dass da nichts mehr kommt. Ruhig noch ein zweites Mal. Und dann nehmt ihr die Arme nochmal richtig schön weit nach oben und regelt und streckt euch richtig schön weit rechts und links rüber schieben. Und dann alles nach oben raus, schieben, schieben, atmet nochmal richtig tief ein und beim Ausatmen dann locker lassen. Und dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir ist ein bisschen warm geworden. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!